Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout, wir im Überlebensmodus. Ich habe Munition besorgt und trinken. Irgendwie waren plötzlich, wie aus dem Nichts, das Wasser da. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Mich hat das ganze Zeug auf jeden Fall hungrig gemacht, was bedeutet, dass wir kaum Fleisch haben. Die Frage ist, ist das gekocht schon oder so? Ich weiß es nicht. Pochierter. Pochierter hört irgendwie, hört sich schon gut an. Angler. 15 AP und verringert Fallschaden für 20 Minuten. Oh, keine Ahnung. Zieh ich mir rein. Oh. Alter. Todeskrallensteak. Komm, scheiß drauf. Ich bin gut genährt. Perfekt. Wir müssen wieder kochen. Und da wir genug Wasser haben, alles gar kein Problem. Bin immer noch durstig? Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. So. Ach, verdammt. Ich glaube, der hat sich geändert. Ich glaube, der Legendäre ist nicht mehr da. Vielleicht hätte ich ihn doch erstmal holen sollen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Verloren. Bitte. Bitte. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Willst du mich verarschen oder was? Ich hab dich mal angesprochen. Hä? Verzieh dich. Ich hab dich nicht mehr angesprochen, der Typ. Der Typ quatscht mich einfach vor der Seite an. Keine Ahnung, was dein Problem ist. So, was ist überhaupt unsere Aufgabe hier? Sichere die Sägemühle. Okay, alles töten. Ich verstehe. Hier in der Gegend werden wir eine Menge Strahlung schlucken. Das ist mir Wumpe. Aha, bist du wieder gut. Ich höre doch was von links. Hi. Da draußen ist was. Da war er wieder. Okay, du chillst erstmal und ich töte ihn da oben. Gut, das, mein Aiming war auch schon mal besser. Links, rechts, links, rechts. Aber weißt du, dann erwische ich ihn plötzlich beim Laufen. Das ist echt ein bisschen gruselig. Wie geht's euch? Kuschelt ihr? Finde ich nett. Endlich mal nette Bude. Das war ja so klar. Hä? Ich höre dich. Da kommt jemand. Was du nicht sagst. Wir sind wohl nicht allein. Ich glaube, ich habe diesen Arm abgeschossen. Alter, bin ich doof? Ich treffe nichts mehr. Na komm, mach die Tür auf. Was machst du da? Mach doch die Tür auf. Alter, okay, dann mach ich das halt. Also. Okay. Wo bist du denn nur hin? Wenn plötzlich alles Sinn ergibt. Musstest einfach wiederkommen, was? Könnt ihr da nicht einfach runterspringen? Idee. Surprise! Hallo? Nichts für mich, schade. So, die Tür mache ich jetzt aber trotzdem nicht auf. Obwohl, es gibt Erfahrung, ne? Komm bitte gleich sofort. Das ist doch nicht dein Ernst. Ihr wollt mich quälen, habe ich recht? Ihr wollt mich einfach quälen. Ja, kann ich sowieso nicht benutzen, ne? Ja. So. Ich bin müde. Wunderschön. Band abspielen. Jimmy, wenn du mir diesen kleinen Penner Bentley nicht vom Hals hältst, schmeiß ich sein verdammtes Terminal durch die Wand. Er hat gesehen, wie ich von der Baumstammpiste kam und wollte wissen, was ich da um 5 Uhr morgens mache. Wenn du weiter Profit machen willst, sorg dafür, dass er keine Probleme macht. Okay. Hallo, was verbirgst du da? Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Lager war oder nur Müll ist. Das ist Müll. Können wir dir keine Sorgen. Oh, ich höre was rumstampfen. Stimmt, hier waren zwei, ne? Bitte sei nicht neben mir. Bitte sei nicht neben mir. Hallo?
Ich liebe diese Waffe, Freunde. Ich liebe sie. Und ich kriege einfach nukleares Material dadurch. Richtig crazy. Schön seltenes Material für Lau. Das ist schön. Kann ich wieder rein? Bitte? Alter Nick, mach mich bitte nicht wahnsinnig. Der Ernter. Chance auf Taumeln bei Treffern. Das ist eine verdammte Kettensäge, Alter. Glaube ich. Da ist überall eine Kette dran. Naja, immerhin ein legendäres Item gefunden. Das ist schon mal gut. Wilder Einsiedlerkrebs. Ob das jemand gehört hat? Ich meine, die Gute kommen sowieso nicht an mich ran. Oh. Das ist so viel zum Thema, sie kommen nicht an mich ran. Meinst du, die sind jetzt... Hast du sie gesehen? Ich glaube, diese Krebskrabbe kommt noch. Die Krebskrabbe. Ist das die Krebskrabbe? Nein. Immer schön auf den Valentine gehen, bitte. Wirklich die letzte sein, die du siehst? Alter Valentine, du bist der Hammer. Oh, oh. Ein Legendärer, der wieder eine Rüstung hat. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Nimm das. Was das? Okay. Ein Begleiter hat es erwischt, egal. Kampfflinte. 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen. Nice. Du bist ein Depp. Solltest dir eine Powerrüstung zulegen, Nick. Einfach eine Powerrüstung. So. Den Bereich haben wir geklärt. Ich habe übrigens gerade währenddessen das Band abgespielt hat. Cola getrunken. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber jetzt nur noch hier. Irgendwelche Rübsungen. Rübsungen. Als hätte ich Blähungen aus dem Mund. Rübsungen. Ja. Heute ist mein Tag des deutschen Wissens. Man merkt das schon. Und wir sind fast Level. Guckt euch das an. Guckt euch diesen Erfahrungsbalken an. So kurz vor 85. Man muss sich immer jeden Tag aufs Neue stellen. Oh, harte Zeiten. Hey da. Ich habe das Sägewerk für euch gesäubert. Du siehst fürchterlich metallisch aus. Da steckt doch ein Mensch drin. Hallo? Wir müssen zum Captain. Wir brauchen dich hier. Hier, deine Bezahlung. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es Land für sie gibt, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkehren. Du wirst schon sehen. Man spürt es. Die Insel, sie Folge der kleinen Bertha. Sprich mit der kleinen Bertha. Sie ist doch nicht mal da. Deine Kinder werden die Geschichten alles, über dich nicht glauben. Wie kann der Köderladen dir helfen? Nu? Captain? Ich hoffe, Haber behandelt dich gut. Hallo, Bertha. Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Wozu brauchen wir den Captain? Wieso reden wir überhaupt mit dem Captain darüber? Sie hat Sachen, die wir brauchen. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia-Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Haber-Bewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Kleiner Preis für eine Chance. Kann das funktionieren? Insel ist zu gefährlich. Ich helfe auch. Für ein paar Kondensatoren gibst du den Menschen Hoffnung. Klingt für mich nach einem guten Angebot. Und auch wenn sie es nicht schaffen, sterben sie erhobenen Hauptes. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf.
Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überraschst mich immer wieder. Was kann ich jetzt? Echo irgendwas? Also ich darf da jetzt rein wahrscheinlich. Na gut, wir haben ein Level nicht gefunden. Und die Frage ist, worauf gehen wir? Was fehlt uns noch? Wir sind Level 85, wir haben einfach jeden Scheiß. Ja, würde ich gerne tun, aber wir laufen mittlerweile nur noch mit Begleiter rum. Als geduldiger Schlachtfeldtaktiker kannst du dir einen kritischen Treffer aufsparen. Nee. Der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im Watz, besteht eine Chance von... Ja, das ist alles ein Watz-Modus, ne? Ja. Wie du mir, so ich dir. Fernkampfangriffe der Gegner werden manchmal zurückgeworfen, sodass der Gegner sofort getötet wird, je nachdem. Je näher du den Tod bist, desto höher die Chance. Okay. Nerdwood, wenn deine Gesundheit unter 20% fällt, verlangsamt sich die Zeit. Außerdem erhältst du plus 20 Schadensresistenz und verursachst 20% mehr Schaden. Leider tötet mich alles instant. Einschüchtern will ich nicht. Ja, ist die Frage, was mache ich jetzt? Ja. Weniger Strahlung ist auch nicht schlecht. Aber ich werde ja trotzdem krank. Strahlenresistenz brauche ich auch nicht. Oh. Ist hier irgendwo ein Arzt? Stimpaks stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her und Redaway entfernt nur noch mehr Strahlung. Das ist nice. Ein hartes Kampftraining führt dazu, dass automatische Waffen... Nee. Du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findet mehr Kronkorkenbehälter. Nee, das ist auch kacke. Ich bin überfordert gerade. Immer rein mit dem guten Zeug. Du besitzt eine um 50% niedrige Chance, durch Verwendung von Champs abhängig zu werden. Ja, maximale Gesundheit würde ich mir doch irgendwie denken. Was heißt denn Verbündeter? Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Ja, gut, komm. Oh. Okay. Mehr Wumms? Mehr Spaß? Deine Sprengstoffe? Na. Ja gut, schwere Waffen. Schläge. Ja, Freunde, ich... Keine Ahnung, Konzentration ist alles. Du hast mehr Kontrolle und du kannst beim Zielen mit Zielfernrohren deinen Atem länger anhalten. Ja, das mit Kontrolle ist natürlich nice. Du reflektierst wie ein Spiegel, du hältst 10 Strahlenresistenz. Wir gehen auf Aquaboy. Das kann nur gut laufen, ne? Bisschen auf Ausdauer. Kann auch nicht schaden. So. Ich habe mich entschieden. Eine Nachricht von Waltek. Hilf Mitch, hilf der Seefahrerin. Ja, machen wir das hier weiter. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen. Ich habe eigentlich zuerst gedacht, du bist der Sünder, aber du bist es nicht. Ich habe noch eine letzte Idee. Verrückter als eine Kiste Rad-Kakerlaken. Aber das hatte ich ja bisher auch nicht abgehalten. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meyerlurk-Königin frontal angreifen würde... Geht's dir gut? Wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Um Himmels Willen. Deshalb wollte ich es niemandem sagen. Ich bin nicht aus Porzellan-Festlandbewohner. Ich will im Kampf abtreten. Können wir also über den verdammten Job sprechen? Ich weiß nicht, ob eine wütende Königin überhaupt etwas aufhalten könnte. Kann sein, aber ich habe da eine Idee. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das Einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Meyerlurks. Die Panzer der Meyerlurks auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammel ein paar Panzer und bring sie hierher zurück. Dann verstärke ich die Siedlung so gut es geht. Fahaber kann froh sein, dass du das hier alles machst. Ja und nein. Das ist mein Dock, auf dem sich die Leute hier rumtreiben. Also habe ich ein persönliches Interesse. Viel Glück. Okay. Übrigens wärst du hübsch, wenn du dich mal duschen würdest. Frische Lieferung.
Sammle Majolak-Panzer. Zeigen die mir ganz genau, wo das ist? Ja, im Sumpfland wahrscheinlich, ne? Ja. Haddock Cove. Gut, dann gehen wir da mal kurz hin. Machen mal drei Majolaks platt und dann freuen wir uns einen Keks. Ich hoffe, so einfach wird das sein. Ach ja. Hier sind wir. Gut, das war kacke. Was war das? Musst du wissen wie. Aber jetzt müsste er langsam rauskommen. Okay. Der hat viel Leben. Kannst du bitte aufhören, so viel Leben zu haben? Ach du Scheiße. Das kommt wegen unserem Level, weil wir gerade aufgestiegen sind. Wie krass sind die denn drauf? Oh Gott, bitte nicht töten. Holy shit. Der hat mich fast getötet. Das sind die drei. Alter Schwede. Oder waren die nur so stark, weil sie unsere Quests waren? Krank. Hier, nimm mein Freund. Mit der Jagd nach Eddies Bändern. Ich wollte dich nicht ansprechen. Lass mich in Ruhe. So, ich bin weg. Oh, die Jacken, ey. Ich will nicht nochmal so solchen Viechern begegnen. Bitte nicht. Holy shit. Waren die heftig? Der hat mir mit einem Schlag 90% meines Lebens abgezogen. Wie so eine Granate. Schlag wie eine Granate. Alter Schwede. Da sollte ich aufpassen. So langsam werden die Gegner echt heftig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir zurück ins Ödland kommen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin heilfroh, dass ich gerade gespeichert habe. Steam ist abgekackt. Großartig. Einfach großartig. Das freut mich. Jetzt kann er das Ganze synchronisieren. Klasse. Ich guck mal nach Kommentaren. Mitten in der Folge Kommentare beantworten. Mache ich auch nicht so wirklich jeden Tag. Bist du fertig? Man macht keinen Scheiß. Ich dreh durch. So, und da sind wir schon wieder. Hier sammeln wir mal kurz die Panzer wieder ein. So, wo war der Rest? Hä? Wo bin ich? Wo ist das Auto? Alter. Er ist mal komplett orientierungslos. Der andere lag ja hier, ne? So, dich nehmen wir auch mit.
Sonst verschwindest du ja leider. Hier. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? So, darf ich bitte jetzt zurück? Ist dies gestattet? Jetzt habe ich Angst. Aber scheint zu funktionieren. Glaube ich. Jetzt hat er sich im Ladescreen aufgehangen. Nee, alles gut. So, ich bin durstig und krank. Cool. Freut mich. Stehe ich drauf. Das Schneiden der Panzer ist eine Drecksarbeit. Aber es lohnt sich. Ich hab deine Meyerlurk-Panzer. Endlich. Alles, was an das Dock geschweißt, geklebt oder gehämmert werden kann, ist da. Hör mal. Es tut mir leid, dass ich wegen meiner Krankheit so heftig reagiert habe. Ich bin nicht gewohnt, darüber zu reden. Hier bricht alles auseinander. So viele Tote durch den Nebel, die Krabben oder was auch immer. Und ich frage mich, wie viele Wochen mir noch bleiben. 3, 4, 2. Schmerzen? Hast du Schmerzen? Vom Doc habe ich was, um die meisten Symptome zu lindern. Es ist schwierig, alles unter Kontrolle zu halten. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie früher. Und es wird noch schlimmer. Du solltest jede Minute würdigen. Nichts außen vor lassen. Es ist schwer. Was mir Freude gemacht hat, schmeckt nur noch bitter. Ich weiß noch, wie es früher war. Vor der Nachricht war ich ganz nah dran, alle von meinen Docks runterzuschmeißen. Aber danach... Warum sollte ich mein Land verteidigen? Lass sie nur kommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie sich streiten, statt auch nur einen Finger krumm zu machen, merken sie nicht, dass die Zankereien um Kleinigkeiten nur Zeitverschwendung sind? Ach Gott, ich will mich eigentlich ja gar nicht einmischen. Ich glaube nicht, dass es da nur Schwarz und Weiß gibt. Das ist es niemals. Nachdem ich die Panzer eingebaut habe, möchte ich noch eine letzte Sache erledigen. Du warst ein echter Freund. Wenn du dich bis zum Schluss darum kümmern könntest. Tja, ich muss jetzt an die Arbeit. Verteidiger-Harpunkanone ignoriert 30% des Schaden, der Schaden- und Energieresistenz des Ziels. Haben wir das nicht schon? Haben wir das nicht im Besser? Das hatten wir doch im Besser. Oder habe ich es abgelegt? Hatte ich abgelegt, ne? Du musst dich verarschen. Das hatten wir doch irgendwie. Nee, das war, ach genau, erster Treffer, doppelter Schaden. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Waffen, Munition gut. Und so weiter. Das Schiff ist fertig, so ich muss schlafen, weil ich jetzt nicht sprinten kann. Verkaufen die Lease-Waffen. Ach komm. Also, wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Ach bitte. Lass mich irgendwo schlafen. Was soll ich denn ernst, dass ich hier rein muss in die Bar? Ich hab gerade der letzte Prank gelesen. Ja, die Musik ist echt ein Prank. Hilft der Seefahrerin nochmal? Aus dem Weg, alle miteinander! Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige ihn nicht, Debbie. Natürlich hat er das getan. So sieht ein echt harter Hund aus. Wir haben dich da wohl alle falsch eingeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut, die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Hier, eine Runde aufs Haus. Danke, sehr freundlich. Was hast du für ein Problem mit Avery? Avery wurde auf der Insel geboren. Aber sie war sehr lange fort. Kam erst zurück vor, nun, 10, 11 Jahren. Und seitdem versucht sie uns allerlei Unsinn vom Festland aufzudrängen. Ich bestreite nicht, dass sie Gutes tut und ihr Herz am rechten Fleck hat. Aber warum etwas ändern, was nicht kaputt ist? Danke. Danke. Das Mindeste, was ich tun kann. Mitch, ich meine, er hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht... Dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Sir, Mitch ist zu stolz zu fragen, aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken.
Was stimmt mit ihm nicht? Was stimmt mit seinem Onkel nicht? Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurfsratten. Mitch hat ihm ein paar der Nebelkondensatoren geschickt. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln vor Gott weiß was. Hör zu, so ungern ich auch frage. Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen. Ich bezahle dich natürlich. Und Belohnung. Okay, das ist rot. Weiß nicht, wenn er nicht mitkommt. Was, wenn er nicht mitkommen will? Ja, dann schau zumindest nach ihm, okay? Die Bezahlung bleibt gleich. Okay. Ich werde nach deinem Onkel suchen. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf, er liebt seine Fallen. Ja, cool. Der Hartnäckige. Suche den Onkel. Mitch. Fusel für den Bauch oder Koje für die Nacht? Koje. Ich würde gerne ein Zimmer haben. Einfach die Treppe hoch. Dankeschön. Danke, dass du Mitch geholfen als hast. Als Maul. Ich muss schlafen. Ist das mein Bett? Oh Gott, das schäbe ich hier. Ah, das ist mein Bett. Ah, oh, sehr schön. So, einmal aus dem Dreck hier raus. Brennt im Magen, aber tut seinen Job. Lass ich mal so 10 Stunden schlafen, das ist ja unser Standard, ne? Dann bin ich mal gespannt, ob unsere Überredungskünste gut genug sind, um den alten Racker da rauszuholen. Bestimmt ist er tot. Greif zu! Wieder was? Hab mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen würdest. Also, gar nicht. Gut. Ich habe Tafik Mondshaus verteidigt. Definitiv. Das war ich. Was? Wurde ich beklaut? Ich habe gerade nur 600 Munition gehabt. Achso, das war der. Ich dachte schon. Der alte Longfellow weiß. Alles gut. So, der Hartnäckige, ja? Ach, da müssen wir hin. Dann gehen wir doch direkt mal in Funk von Cliff Edge Hotel. Gehen wir los, ne? Der ist ja hier gleich um die Ecke. Er liebt seine Fallen. Ich fürchte, da werden Fallen sein. Ist aber sehr hart kombiniert von mir, ich weiß. Aber ich bin halt ein Detektiv. Und deswegen weiß ich so eine Dinge. Ach, ich habe vergessen, meine Krankheit zu heilen. Ja, machen wir gleich. Scheiß drauf. Und ich sollte was trinken. So, was haben wir denn hier so Schönes? Sorry. Ich niese mal zweimal. Nationalpark, Besucherzentrum. Okay, die Nebelkondensatoren sind dran. Wir schleichen uns hier mal rein. Oh. Hi. Okay. Hi. Verschwinde! Siehst du die Leichen da? Die sind von mir! Verzieh dich, wenn du nicht die lange Reise antreten willst. Lange Reise? Die lange Reise? Bist du der verrückte Ghoul-Typ? Dein Neffe macht sich Sorgen um dich. Er hat mich geschickt. Mitch? Mein Mitch schickt dich? Er war schon immer schlau. Hat mir die Nebelkondensatoren geschickt, damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Aber du... Was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Was kommt? Was? Was kommt? Wer weiß, was es dieses Mal ist? Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell, schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen bald! Alter, ich bin rübergeflogen, ich hab gar nichts gemacht. Okay.
Was brauche ich denn am besten? Ja, wo soll ich das aufbauen? Hier? Machen wir da einen hin. Ich habe keinen Plan, was ist hier? Oder? Da einen hin. Ja, mehr kann ich nicht. Ich kann nicht mehr. Willst du von mir spielen? Es geht nicht. Es geht nicht. Oh. Was zum... Was ist denn da? Hä? Was? Jetzt hast du ein Problem. Dumme Fallensteller? Das ist das, was kommt? Okay, dumme Fallen... Oh Gott. Ich speichere lieber ab. Gehen wir jetzt verstecken? Mein Geschütz müsste es eigentlich hinkriegen. Ich muss eigentlich nur hier aufpassen. Aber da hinten bekriegt sich ja irgendwas. Also von daher. Was war das denn? Verabschiede dich schon mal. Ein wilder Ghoul. Hallo, Geschütz, willst du nicht mal irgendwas machen oder so? Die letzte sein, die du siehst? Nimm das! So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch im Ballon. Geschütz, hallo? Wie wär's mit, weiß nicht, angreifen? Ist das eine Option für dich? Ja, und du? Abwarten und Tee trinken, bis da irgendwas kommt oder was? Was war das? Eine Leiche, alles gut. Hier kommt doch keine Sau. Hey. Was wollen die von mir? Wehrverteidigung kann ich sowieso nicht bauen, oder soll ich hier irgendwas plündern? Und der arbeitet einfach fröhlich vor sich hin? Was stimmt mit ihm nicht? Endgültig weg. Oh Gott, keine Granate, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Ich bin halt tot. Ich liebe den Pakt. Ich wollte doch gerade bauen. Tja, wenn es nicht anders geht. Bitte nicht auf mich schießen. Es wäre mir eine Ehre, nicht zu sterben. Okay, vielleicht sollte ich mir doch ein paar Stepbacks reinziehen. Einfach nur so. Habe ich mir so gedacht. Ein bisschen Wasser tut immer gut. Das ist mein Zuhause. Okay, jetzt kann ich wieder. Ach, jetzt meldet sich mein Geschütz plötzlich, ne? Naja, hart ist Eier. Genau, kümmere dich um ihn. Der sieht echt heftig aus, der Typ. Die werden heftiger, die Gegner. Okay, klingt logisch, ich weiß. Was willst du mit deinen Fäusten anrichten, ne? Oh Gott, der hat einen Harpun oder so. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören, so stark zu sein? Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Ich habe schon lange nicht mehr im Batzmodus gekämpft, ich weiß. Es wird Zeit. Ja, super. Wo ist es recht? Los mit lustig! Metallrüstung, was sonst? Ja, cool. Einfach cool. Hallo. Nicht schlecht. Brav von Mitch, dich zu schicken. Aber du solltest nun trotzdem gehen. Adieu, adieu. Bevor du noch mehr von denen anlockst. Mitch will, dass ich dich sicher nach Hause bringe. Bitte geh nach Far Harbor. Das hier ist mein Zuhause. Und du möchtest, dass ich in Far Harbor wie ein Bettler lebe? Ich
Ich kann nicht einfach von hier weg. Bring dich zurück, ist dein Begräbnis. Ja, komm, ich bring dich zurück. Hör zu, alter Mann. Ich bitte dich nicht. Ich nehme dich einfach mit. Ha! Siehst du die Leichen? Ich habe Schlimmeres überlebt als dich. Und jetzt hau ab! Ja gut. Ich hab's versucht. Du musst sterben. Nein. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir haben Bitch Onkel nicht überredet. Wir haben es aber überlebt und das ist ein Fortschritt. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Wirf alles, Tschüss. Was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Nein. Willst du, dass ich eine Granate zu dir werfe? Okay. Okay. Er hat's so gewollt. Ihr habt's alle gehört. Wenn er drauf geht, ist nicht mein Problem. Hier, sammle ein. Verdammt. Cool guys, don't look at explosions. So, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.